Seid gegrüßt, geliebte Brüder und Schwestern, und willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Samstag und es geht nach Dortmund zum Exodus Festival. Das hat der gute Käfer-Techno zu verantworten. Der hat das heute irgendwie in die Gruppe oder in die Story gepostet. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Jedenfalls haben die noch einen Platz frei und ich habe mich da jetzt einfach mal eingeklinkt. Wir fahren jetzt von Dresden nach Leipzig und dann nach Dortmund. Dort wurde nach dem Hotel gepennt und dieses Festival besucht. Ich habe richtig Bock. Ihr könnt euch ja sicher denken, in welche Musikrichtung das Ganze geht. Hier habe ich schon gepackt. Das ist hier Hose und Schuhwerk für die Fahrt auf jeden Fall. Grüße gehen raus an meine liebe Freundin wegen den verschiedenen Sockenfarben. Die Wertsachen sind hier. Und hier ist natürlich alles, was man braucht für so eine Fahrt. Eine Ehrenwerder Leergut-Bong-Pulli. Dann hier die Hose, die kommt noch rein. Die sind für die Feier. Feinstes Wasser, Energy Drinks in rauen Mengen. Um den Vlog jetzt hier weiterzuführen, die guten Männer aus Berlin sind eingetroffen. Das ist, Alter, wa? Ja, wunderschön. Wir kommen etwas zu spät. Schönen guten Morgen. Was machen wir heute? Heute geht's zur Exodus. Wo ist das? Dortmund. Und was gibt's da? Dortmund. Nee, was ist dort? Achso, Hardcore, Gabber, Schranz, alles was irgendwie schnell ist und knallt. Statement? Robertus Rammler, von dem habe ich schon lange nichts mehr gehört. Und von Frogger X91. Habe ich noch was Weißes im Mund? Nee, in der Nase. Ich bin ab heute allein in meine Brieftasche. Aber was schreibe ich bloß, frag ich mich. Diese Wohnung ist auf einmal so groß ohne dich. All unsere Wünsche haben wir zerstört. Steige wieder in den Tourbus und riech an deinem Shirt. Verzug. Es ersteift sich mein Phallus. Noch 390 Kilometer bis zum Ziel. Die erste Mische wird gemacht. Altmeister, das ist der günstigere Jägermeister. Also man kann sich vom Preis von zwei. Nee, der Preis. Also ein Preis Jägermeister. Schütz einfach in die Flasche, Alter, Junge. Was? 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 Ich gehe nervlich. Kaputt. Das ist einfach nur geil. Ich bin richtig am Knallen. Es sind noch 170 Kilometer. Es ist jetzt schon ganz schlimm alles. Wir waren gerade an der Tanke. Junge, merkt euch eins, wenn man gegen den Wind pisst, es kommt alles zurück. Ich hab das Haus, ehrlich. Vielen Dank für das kleine Geld. Vielen Dank, ich will von euch. Bald schicke ich mir in den Arsch einen Strauß. Immer wird es geben, einer der es braucht. Vielen Dank für die Blumen. Der Strauß steckt tief in mir. Es blutet die Rose hinter, es bleibt ein Souvenir. Es blutet auch der Hinter. Wir waren gerade in der Tankstelle hier, wir sind jetzt im Westen angekommen und hier gibt es keine alkoholischen Getränke. Wir wollten 3 Coronas kaufen, nach 24 Uhr. Das ist eine Sauerei! Das hier ist das Hotel, was eigentlich für, na, das ist eigentlich kein Hotel, ich weiß auch nicht, eine Mietwohnung oder was auch immer, was eigentlich für 3 Personen gedacht ist. Ich niste mich hier ein, bezahlt habe ich. Aber nicht bei dem, wo ich bezahlen sollte, Mahlzeit. Das Lustige ist, warte mal, mein Bruder, ich habe bereits die Dusche eingeweiht. Zeug geschifft? Was? Man weiß es nicht. Pissen! Ja, ja. Dusche ist dort. Das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Oh, Junge, 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 das teile ich mir hoffentlich heute mit dem Käfer. Mal schauen. Geil. Freut man sich doch. Schieb mich an. Das Handy wurde nochmal kurz gewechselt, weil ich heute nicht mehr für irgendwas garantieren möchte.
sind auf jeden Fall bereit. Das ist Statement zur Vermietung und... Naja, es trötet ordentlich, Alter. Ja. Oh. Nicht normal, wir fliegen hier raus. Ich hau uns ja alle raus. Du musst oben drauf drücken. Statement? Oh, das hab ich gemacht. Ja, ist knallt. Hat geballert. Übel. Warum laufen wir durch den Wald? Wie heißt es in den Märchen? Im Wald, da sind finstere Ganoven. Und die finsteren Ganoven, die holen sich die Schneewittchen. Die Reise ist lang und beschwerlich. Und wir sind trocken gelaufen. Käfer? Hä? Wie ist der Hype? Junge, Alter, ich bin so dermaßen gehypt. Das kann nur geisteskrank werden. Emotion forever. Wollen wir heute noch feiern oder nicht? Alter, das geht heute richtig ab. Es ist 2.17 Uhr. Junge, babam, babam, bam. Ey, Junge, kann jemand helfen? Ich kann's nicht mehr. Jetzt hätte ich mir ein Bier holen können, aber ich habe solchen Hunger, Alter, weh, die schmeckt nie. Currywurst schmeckt wie Curry King und das Toast ist nicht getoastet. Das ist 4 Euro. Das ist die billigste Ware für 4 Euro. Also ich muss sagen, für ein Festival 4 Euro ist okay, aber halt für Curry King 4 Euro. Das ist nie okay. Für ungetoastetes Toast? Ja, guck dir das an, Alter. Hier, und wenn ich reinbeiß. Oh nee, Jürgen, ist das alles. Es scheint toll zu schmecken, Jürgen. Jürgen, komm hier nach oben. Jürgen? Jürgen? Stadion verwiesen. Mayday. Statement zum Ganzen? Mayday. 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 Das war wirklich ein sehr schönes Erlebnis, leider etwas kurz. Hörst du öfter, oder? Was, Junge, Mikrofon? Ich hab einen kurzen. Mikrofon. Interview mich, du Schwein. Wie fanden Sie den Abend? Ja. Wie viele Leute waren? Darf ich das ins Netz stellen? Nee, auf keinen Fall. Oh, ist das geil. Was habe ich gerade getan? Du hast den Käfer ins Gesicht gefurzt. Käfer? Statement? Oh Gott. Oh. K-
Käfer. Noch ein paar letzte Worte für heute. Also ich muss halt sagen, dass es sehr, sehr angenehm war. Und dass ich halt sehr müde bin. Und du mit deinem Glied immer näher kommst. Und also ich muss halt wirklich sagen, es war echt geil. Es war wirklich ein schöner Abend. Aber es ist echt ganz schön hell und ich bin ganz schön müde. Ich habe vorhin gekotzt. Warum hast du gekotzt? Na Junge. Ich habe gekotzt, weil halt Max so einen Furz gelassen hat und der hat übelst gestunken. Und da kam übelst die Bröckchen runter. Halt von der Currywurst und von der Mayonnaise und von der Kräutersoße und halt auch von der Currysoße. Was war mit deinem Döner nochmal? Da hat irgendwas gefehlt, ne? Fleisch. Beschreib mir bitte, was du spürst. Klopfen auf den Rücken. Verklopfe mich. Fällt's dir? Merkst du, wie es immer fester wird? Naja, also halt mit fester, da stehe ich ja drauf. Ich will die Alte halt so richtig schön. So, und dann will ich die halt. Am liebsten mag ich das, wenn. Das ist nämlich geil. Weil wenn die kommt und du halt weiterhin reinhältst, dann macht die halt so ein. Und dann ist die wieder da und dann fährst du die halt einfach weiter. Und das ist ganz angenehm. Danke für das Statement. Gerne. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Junge, das war einfach nur geisteskrank. Das war richtig geisteskrank. Ich rauche hier nicht. Was da? Die Musik, das war wunderschön schnell und das hat geballert und ich habe gekotzt. Das Frühstück schmeckt, oh yeah, mit feinstem Öl. 42. Der Karneval! Schmeckt's? Vorzüglich. So, schön was gefunden. Hat sich jetzt schon gelohnt. Hast du Pfand abgegeben? Mein Kreislauf ist so im Arsch, dass mir gerade richtig kalt ist. Wegen Schlafmangel. Das ist nicht gut. Grüße gehen raus an Fredding auf Lok. Also ich muss schon zugeben, die Versuchung ist sehr groß. Schönen guten Morgen. Also das war mies gezockt. Schiebe. Ist das verboten mit Alkohol? Was? Ja, ist egal. Sind hier im Westen. Da lacht die Sonne. Ja, ich hoffe doch. Jürgen, riech dir doch mal, was da drüben jetzt war. Geh doch mal rüber zu den. Also gestern Abend war was? Was ist das? Alter, wir wollten nach 20 Uhr noch Bier kaufen, ja? Wir sind in Deutschland. Ja, das ist das Land der Alkoholiker. Und wir durften kein Bier kaufen, weil es nach 0 Uhr war. Das war der totale Spießbraten, der Verkäufer da. Der soll das. Augenringe hinter der Sonnenbrille. Was? Hinter Augenringe der Ray-Ban, Alter. Ja. Jürgen. Ja? Komm. Ein Statement zur Sachlage? Der gibt. Gleich kommt's. Warte, also noch nicht in der Runde, aber gleich kommt's. Ganz bestimmt. Oh. An Tagen wie diesen. Es gibt halt Situationen, die sind so, wie sie sind. Statement zur Spielsucht? Ja, ist einfach schön. Genießt du es? Mehr als nur genießen. Jawohl, Alter, das schmeckt. Das schmeckt, Junge, das köstlich. Statement? Das schmeckt gut. Käfer, was hältst du gerade in der Hand? Deine Pisse! Junge, schmeiß die Scheiße raus, ich kotze gleich. Junge, was ist. Boah, hör auf, raus! Ist das widerlich? Alter! Servus. Zu wild. Hallo, meine Sonne. Ah, das ist einfach nur wunderschön. Seht euch das mal an, diese Mahlzeit, diese Unmengen von Huhn, alles nur für mich. Schmeckt's? Ich habe so lange darauf gewartet und endlich ist der Moment da. Schmeckt's?
Jo. Endlich zu Hause angekommen. PC angelassen. Bei der hektischen Abreise. Naja, ist klassisch. Naja, sind wenigstens alle noch da. Mahlzeit. Moin. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Vlogs. War auf jeden Fall eine geile Sache. Und nochmal danke an die beiden Jungs und an den Käfer. War ein verdammt geiles Wochenende. Wieder Fernsehen.